So, jetzt geht's los mit Welt 8. Und wir unterschätzen einfach mal nicht die Welt. Wir machen mal gleich von vornherein einen Pilz mit. Man weiß ja nie, was hier kommt. Ja. Okay, Level. Wir müssen Gas von hinten. Wir laufen einfach mal durch. Das tötet. Ja, das musste ja passieren. Oh nein. Kriegen wir übel aufs Maul. Jetzt kriegen wir aufs Maul. Okay, ich krieg's aber nicht. Schade. Ich hab mich wirklich sehr gefreut darüber. Und, ja, natürlich. Ja, ja. Oh, oh. Oh, oh. Das kommt mir. Mario! Egal. Und? Rüber? Nein, das ist der Geheimgang. War's das schon? Ja. Heiß. Untergrund. Schon wieder? Oh Mann. Sind wohl die Ideen ausgegangen, meine ich natürlich. Ich meine, hier sind die Münzen relativ fies. Oh, nein, 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 nein. Relativ easy, ja. Okay. Unter der Röhre ist, glaube ich, eine Münze. Wir überholen einfach mal nicht. Doch, jetzt. Münze oder Geheimgang? Was auch immer. Schade. Oh yeah, Mario Time. Und zum nächsten Level. Schon wieder Untergrund? Fragezeichen.
Let's-a-go! Let's-a-go! Ja, okay. Da muss man nur höllisch aufpassen, wenn ich in diese Lava springe. Die Münze. So. Mario der Barbar. Und wir warten auf Sonnenschein. Warum ist der gehüpft? Kinder verbrennt? Aber Mario. Steht dir ganz recht. Ja. Nein. Boah. Der ist closer. Die Musik ist scheiße. So, ab über die Brücke. Wie viel müssen wir mal besiegen? Und hopp, lauf. Ab in die Brücke. Wir kämpfen gegen Carmack dieses Mal. Das erste Mal das Feuer-Ding zurückzukriegen. Mario. Das ist nur Feuer. Kein Grund, gleich klein zu werden. Oh, na toll. Ihr könnt immer noch Tricks. Ja. Große Aktion, Mario. Große Aktion. Was ist? Sieht ziemlich aus. Okay, hier geht's gleich weiter.